Ich bin da. Entschuldigung, ich habe es gar nicht realisiert, dass Chris schon umgeschalten hat. Auch wenn er gesagt hat, ich bin gemutet. Einen wunderschönen guten Abend euch. Der Nensa war ja so gütig zu sagen, dass ich streamen darf. Lord Nensa. Jetzt fällt der mir auch noch ins Wort von da hinten. Lord Nensa. Lord wird er erst von mir genannt, wenn er mich respektiert. Da bin ich eigen. Auf jeden Fall einen wunderschönen Abend euch. Ich habe mir gedacht, heute logge ich mal wieder mit meinem kleinen Charakter ein und mach mal ein bisschen von der Story weiter. Ich hoffe, das ist für euch okay. Wenn nicht okay, dürft ihr gerne Beschwerden einwerfen. Vielleicht brauche ich auch die ein oder andere Hilfe bei einem Dungeon. Ich weiß es noch nicht. Einen wunderschönen guten Abend, René. Stimmt, eigentlich ist nur das Entchen der Lord. Lord Entchen. Mein Kopf hängt wieder. Ich hoffe, dass das Hängen des Kopfes nach dem Urlaub wieder aufhören wird. Also Brian Legs, dann bitteschön weg. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag alle. Ich muss noch arbeiten, also meine sind noch anstrengend gerade. Ich fühle mich immer noch wie im Kindergarten bei mir auf der Arbeit. Es sind einfach viel zu viele junge Kerle da, meiner Meinung nach. Aber gut, wenn sie da sind, dann sind sie halt da. Der Kilion, der sagt, uns fehlen noch 243 Bits bis zu 100 Dollar. Ich kann... Vielleicht sollte ich einfach nicht mehr reden. Sollte einfach nicht mehr reden. So, ich würde sagen, wir werfen uns ins Getümmel. Wir waren ja dabei, die Kristallstreiter zu gründen, glaube ich zumindest. Die aktuelle Quest ist zumindest Grundstein der Elite. Und da soll ich mich jetzt mit Alfino am Luftschiff Landeplatz. Vielen Dank, Asin. Vielen Dank für die fehlenden Bits. Das Glas kommt natürlich auch wieder, damit ihr ganz viel Freude habt, sobald es kann. Also sobald es nicht mehr Ruckelterror bei uns anstellt. So, zum Luftschifflandeplatz. Jemand muss mir mal übrigens einen Gefallen machen. Geht mal zum Kishi hin. Also schreibt mal den Kishi an und drückt ihn ganz, ganz doll und fest. Oh, und vielen Dank für den Hoststar. Der hat nämlich leider seinen Stream abgesagt, weil er ein bisschen Soundprobleme hat. Vielleicht sollte Nensa lieber dem Kishi was spenden. Wobei es wäre schon schön, die Last von diesen 1000, was weiß ich auch immer, Flitzpiepen loszuwerden. Ihr wisst, was ich meine. Ich meine nicht euch, sondern das Geld. Wir sind ja eh nicht bei 1000. Dann fange ich jetzt mal an mit dem Spiel. Sehr gut. Da bist du ja schon. Wie geht es denn mit. Wie geht die Rekrutierung voran? Hast du viele Kämpfer für unsere Sache interessieren können? Einer vom legendären Heer der Helden? Aber das ist ja hervorragend. Der Ruhm dieser verwegenen Truppe wird auf unsere Organisation abfärben und viele weitere Interessenten anziehen. Hallo Mackie, du bist genau rechtzeitig für mich. Also Chris hat überzogen, das heißt, du hast eigentlich von mir nichts verpasst. Schön, dass du da bist, Mackie. Auch ich habe gute Nachricht. Admin mal Merelwip hat uns offiziell anerkannt. Nun können wir nach Grindania weiterreisen. Lass uns an Nofias Altar treffen. Ich muss mal Gildenmitgliedern Hallo schreiben. So, hab geschrieben. Auf nach Grindania. Vor allem werft dem Kishi ganz viele Herzchen zu. Er braucht die. Oh, vielen Dank für den Host, Yariva. Moment. Wüsterchen. Oh, ich habe sogar noch Trinken drin.
Sorry, Chris hat mich zum Lachen gebracht. Doch, 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 man darf doch, doch schon. Keine Ahnung, der Spielerchat meint, beschwert sich gerade, dass mir nicht auffällt, wer online gekommen ist. Bin mir nicht mehr sicher, wer Zehner war. Wer war Zehner Marienteil? Ich weiß es nicht. Wer? Und ich lauf falsch. Hallo Momo. Du bist nicht Zehner, oder Momo? War das Killian? Nee, oder? War das Killian? Ich weiß echt nicht mehr, wer Zehner war. Bin zu blöd. Ja, Riva war es definitiv nicht, das weiß ich. Der Sternherr ist auch anders. Der Kishi glaube ich auch. Moment. Freie Gesellschaft? Mitglieder? Ich weiß leider auch nicht mehr, wie Kishi hieß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Hashtag dumm. Du hast auch die Jacke, die ich trage? Cool. Dann müssen wir uns ja treffen, um mit den Jacken Fotos zu machen. Also Hauptaugenmerk liegt dann auf den Jacken, nicht auf uns. Yariva war, glaube ich, auch da irgendwo, wo der Kishi ist. Wenn ich mich recht entsinne. Deswegen müssen wir ja mal nach Berlin, damit wir die alle treffen können. Hab ich ihnen versprochen. Ich weiß nur noch nicht wann. Wenn wir uns einen Privatjet nach Berlin leisten können. Wieso laufe ich eigentlich schon wieder falsch? Okay, es war Killian. Welches Level hast du eigentlich, Killian? Oh, Level 30. Ich glaube, du musst noch ein paar Level hinkriegen. Wie der mich halt einfach verwirrt. Ich werde gleich zu Kan-Ezenna gehen. Während du bitte versuchst, in Grindania Leute für unsere Organisation zu gewinnen. Übrigens, an alle, die online sind und in irgendein Dungeon müssen, in das ich natürlich kann, mit denen gehe ich auch in ein Dungeon heute Abend. In Neu-Grindania habe ich schon alle fähig wirkenden Leute angesprochen. Sieh dich also über den Alt-Grindania um, komm dann zum Luftschiff-Landeplatz. So, es sollte nicht lange dauern. Wir müssen mal hin, erstmal zum Amphitheater. Mir leid, wenn ich gerade ein bisschen schweigsam vielleicht auch bin, oder ein bisschen mehr schweigsam bin als sonst. Ich habe heute sehr viel geredet. Bin sehr viel gerannt und geredet. Oder sowas in der Art. Gütige Götter, muss das wirklich sein? Da lassen sie mich endlich frei und das Erste, was ich sehe, ist ausgerechnet deine Visage? Was denn, erinnerst du dich denn gar nicht? Ich bin es, Laurentius, der Mann, dessen Verbrechen du vor aller Welt offengelegt hast. Ich war beim Klageregiment, ein Stammkunde bei Buscaron. Ich bin für Neinwehr. Laurentius, ich habe Pläne und Vorräte an die Galea verkauft, bevor du und diese Rotbauchwespen mit meinem Auftraggeber den Boden aufgewischt habt. Ja, wie viele von meiner Sorte hast du denn schon überführt? Dass diese Hinweise nicht das kleinste Flackern von Erinnerung in dir wachrufen. Kennt ihr sowas auch? Also, wenn ihr euch an Leute nicht erinnert? Entschuldigung, Killian. Ich finde, das passt gerade zur Situation. Aber je weniger wir bei deiner Vergangenheit verweilen, desto besser.
Was ist mit dir, Abenteurerin? Was führt dich nach Gandania? Zum Rekrutieren bist du gekommen? Und wie sind die Richtlinien in Bezug auf verurteilte Verbrecher? Oh, du bist 60? Oh. Und dann hast du alles gut gemacht, Kellion. Wann hast du denn die 60 erreicht? Das Klageregiment will nichts mehr mit mir zu tun haben. Wenn mir also jemand eine zweite Chance geben würde, in Geisterzoll, sagst du, werde mich sofort auf den Weg machen. Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich. Bin ein geläuterter Mann. Ich vertraue ihm nicht. Aber wenn ich ihn fragen soll, dann frage ich ihn. Mag die Grindania-Musik. Find sie entspannend. Der Name Aliana sagt mir jetzt aber irgendwas. Elstaure, du solltest wirklich für heute gut sein lassen und die Gilde zurückkehren, ehe dein Rücken dir endgültig den Dienst versagt. Wolltest du mit... Oh, bist du etwa Toki? Das ist aber lange her. Wir sind uns doch damals in Sastasha begegnet. Da warst du noch ein Abenteuerneuling. Aber sieh einer an, wie weit du es inzwischen gebracht hast. Minur hat mir gesagt, dass du den galäischen Wolf bezwungen hast. Und jetzt suchst du nach Mitstreitern in einer neuen Kämpfertruppe? Du scheinst für eine gute Sache einzustehen. Und mein alter Gefährte hier wäre sicher erleichtert, mich in guter Gesellschaft zu wissen. Also gut, ich komme mit dir. Schließlich ist es genau so etwas, worauf ich mein ganzes Abenteurerleben hingearbeitet habe. Ich werde mit Elsaure sprechen und ihn nach Hause begleiten. Oh, hier scheint aber noch irgendwo jemand rumzugammeln hier. Oh, das sieht, irgendwie sieht das gemütlich aus. Entschuldigung. Einen wunderschönen guten Abend, Ropo. Ich hoffe, dir geht es auch bestens. Rosander, das war doch der, den wir damals wegen Hauke her... Verschollen im Hauke... Nee, das machen wir jetzt nicht. Ihr würdet einem alten Mann einen Platz in eurer Organisation anbieten? Ich fühle mich geehrt und verwirrt zugleich. Doch ich fürchte, ich muss euer gut gemeintes Angebot ablehnen. Ich habe mir geschworen, die kurze Zeit, die mir noch in dieser Welt bleibt, in Stille und Abgeschiedenheit zu verleben. Stets im Bewusstsein der furchtbaren Verbrechen, die meine Herren begingen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich bin kaputt. Kaputt, was kaputt heißt. Aber natürlich für euch da. Wie immer. Der Ninja hat es mir erlaubt. Troll ihn jetzt den ganzen Stream lang. Sammeln wir schon aus den Gilden die Leute weg, oder wie? Hallo, Toki Luat. Eine neue Organisation? Klingt spannend. Aber ihr Zweck und Aufgabenbereich scheinen mir noch reichlich schwammig zu sein. Ich muss leider ablehnen, bis eure Organisation etwas organisierter ist. Das war gemein. Und dann zum Luftschifflandeplatz. Könnt ihr mir ein bisschen Weg sparen, oder? Wisst ihr, was jetzt cool wäre? So ein richtig schönes, volles Glas mit Getränk. Ich probiere es mal, ob sich was tut. Naja, voll ist es nicht geworden, aber ich habe ein Getränk. Spaghetti-Eis, geil. Ich glaube, ich muss mir nachher Pudding machen. Ja, Riva, sag mal Pudding Bescheid, dass ich mir nachher Vanille-Pudding mache. Oh, Jufka. Nein, ich hätte gerne meine Pizza mit Knoblauch, Peperoni und Champignons.
Ich kann dir einen Euro geben. Oh, ein Sternchen hat sich eingeloggt. Meine Audienz bei Kan Ezenna ist gut verlaufen. Wir haben auch ihr schriftliches Einverständnis erhalten. Ein ehemaliger Kämpfer des Klageregiments und eine erfahrene Abenteuerin. Unsere Gesellschaft wird es nicht an Vielfalt mangeln. Das zeichnet sich schon ab. Gut gemacht, Toki. Dann lass uns gleich mal nach Uldar aufbrechen. Wir treffen uns am besten auf der Herrscherpromenade. Das wird die letzte Station unserer Reise. Nee, mir ist nicht warm. Hier ist es relativ frisch, weil es irgendwie geregnet hat heute. Ich weiß auch nicht, wie es dazu kommen konnte. Nach da und dann zum Meteoriten. Ja, ich bin eh eine verfrorene Ruppe. Hier kann es eigentlich meistens nie warm genug sein. Wobei im Sommer könnte die Gefahr bestehen, dass ich euch zerlaufe. Ich darf ja nicht im Bikini auf Twitch streamen, leider. Herrscherpromenade, genau. Könnte so sinnvoll sein und mich auch porten. Genau, Maggie sagt das. Das ist eine The Legend of Zelda Jacke. Die ist perfekt. Da ist weder noch zu warm noch zu kalt. Die hat ein automatisches Klimasystem. Und da habe ich mal wieder Twin Tails und der Frosch ist gar nicht. Oh, falsche Richtung. Ich bin heute auch nicht so ganz richtungsorientiert. Ist die Lautstärke vom Spiel und alles eigentlich so in Ordnung? Ich habe immer Angst, dass es nicht stimmt, weil ich meistens zum Privatspielen das Zeug umstelle. Nee, der Frosch ist irgendwie nicht da. Zumindest habe ich noch keine Reaktion heute von ihm gesehen. Das ist unsere letzte Station. Uldar, die Perle der Wüste. Hoffentlich finden wir hier einige Schätze für unsere Organisation. Ich schlage vor, dass du dich in der unteren Ebene des Talkreuzgangs umsiehst. Ich nehme an, die Sultane wäre nicht erfreut, wenn wir ihre eigene Leibwache abspenstig machten. Ich werde nach meiner Audienz wieder hier auf die Herrscherpromenade auf dich warten. Komm hierher zurück, sobald du den Rundgang beendet hast. Viel Erfolg! Kann ich eigentlich da runterspringen? Ja. Autsch. Ich hab mich aufgestachelt. Wo könnten sich Leute verstecken? Da ist einer? Oh, da. Irgendwie sagt der mir auch irgendwas. Ja? Ah, du bist du nicht die Abenteurerin, die damals nach Klein Alamigo kam, um diesen verfluchten Maskierten zu verfolgen? Wer weiß, was passiert wäre, wenn du nicht gekommen wärst. Ich wäre vermutlich tot und eine Menge meiner Kameraden auch. Wir wären solche Dummköpfe. Jedenfalls hat mir die Sache ordentlich zu denken gegeben. Über meine Heimat und die Fremde, die uns alle vor uns selbst gerettet hat. Mir wurde klar, wie leicht wir zu manipulieren waren und habe mir geschworen, mehr Erfahrung zu sammeln und stets einen objektiven Blick auf die Dinge zu haben. Und hier bin ich nun. Eine Vorreitertruppe für eine gesamteoserische Organisation ohne Unterschied nach Herkunft und Volk?
Mit diesem Programm sprichst du mir aus der Seele, meine Liebe. Und keine Sorge, ich bin nicht mehr der Wilred, den du in Klein Alamigo getroffen hast. Ich bin bereit, das Böse da draußen zu bekämpfen, so wie es mir selbst nun überwunden habe. Den hätten wir. Dann ist da noch und da. Ob mir Chris auch was mitbringt? Wie ist denn der Name von deiner Schwester? Mach dir keine Mühe. Ich habe schon gehört, scheint, als ob der Möchtegern-Retter der Ausgestoßenen selbst dran glauben musste. Und das geht nicht mal auf dein Konto. Er war eben doch nur ein wertloser Bauer im Spiel der Könige. Ganz genau wie die Armen, die er um den Finger wickeln wollte. Deswegen kommst du nicht? Und notfalls gib mir irgendein kleines Zeichen, damit ich weiß, dass sie da ist, dass ich nicht zu früh sag. Deswegen kommst du nicht? Da würdest du dich wundern, welche Gerüchte... Ein Plus oder sowas. Welche Gerüchte alle bis zur Perlengasse durchsickern. Ich habe schon von deiner glorreichen Organisation gehört. Und der beizutreten wäre das Letzte, was mir einfällt. Es heißt, euer Haufen würde vom Skorpio-Kreis finanziert. Schmutziges Geld, Schätzchen. Darin gibt es nichts zu deuteln. Wenn du dir vormachst, ihr würdet für einen guten Zweck kämpfen, dann bist du eine größere Närrin, als ich dachte. Das war irgendwie gemein. Wir versuchen wir doch wirklich für Recht und Ordnung einzustehen. Wobei, versuchen wir das wirklich? Ich weiß gar nicht, was habe ich denn früher damals gesagt bei der ersten Sequenz. Ich glaube, ich habe einfach gesagt, für die Abenteuer bin ich unterwegs. Einen wunderschönen guten Abend, Jasmin. Ich hoffe, der Abend gefällt dir hier. Mir hat jemand so ganz, ganz heimlich geflüstert, dass du uns auch zuschaust. Elite-Truppe zur Rettung Eoseas? Bist du dir sicher, dass du mich nicht mit jemandem verwechselt hast? Ich habe schon genug mit dem ständigen Lamento vom nächsten Stand. Da werde ich mir garantiert nicht auch noch um Uldas Nachbarstaaten sorgen. Bitte, bitte, David. Yariva, ich meinte, du sollst dem Pudding mal sagen, dass ich mir nachher vielleicht Vanillepudding mache. Wo ist denn der nächste rote Kreis? Da geht's noch nicht durch. Bin ich richtig? Ja. Könnte die Webergilde sein, oder? Ich glaube, da ist irgendjemand als umgegammelt. Ja, nein, vielleicht. Oder doch eher Kekse? Da, ha! Wusste es. Gelber Mond. Sie sieht übrigens sehr vertrauenserweckend aus, wenn ihr mich so fragt. Wie bitte? Was? Du willst mich rekrutieren? Also ehrlich, von einer Lady finde ich so einen Spruch aber reichlich verwirrend. Ah, du meintest tatsächlich für eine Kampftruppe rekrutieren?
Nein, nein, für so etwas bin ich nicht zu haben. Schönen Tag noch, meine Liebe. Ist das ein Männchen oder? Okay, es trägt einen. Lassen wir das. Orson, kennen wir den? Sie? In diesen Roma kenne ich die Leute halt auch nie. Oh, was für ein schöner Zufall. Erinnerst du dich noch an mich? Ich bin Orson. Okay, von der Kirche. Von der Sankt Adama Daladama Kirche. Du bist damals gerade zur rechten Zeit gekommen. Auch, dass du diesen falschen Priester gefasst hast, sei dir auf ewig gedankt. Was für ein empörender Vorfall. Bist du wieder mit deinem Gefährten Tankred unterwegs? Das muss ich leider ablehnen. Eine Organisation ohne Grenzen, zum Wohl Eoseas, klingt wirklich nach einem höchst lobenswerten Vorhaben. Doch mein Platz ist in der Kirche, bei den Kindern. Also, Saison, um die erste Frage zu beantworten, zum gut durchkommen, ja. Sim tun auch immer die Anfangsteile erleichtern, damit man schneller eigentlich zum Ende kommt. Wie viele Spielstunden ich habe, kann ich dir jetzt leider nicht sagen, weil ich auch mehrere Charaktere habe. Das heißt, auf jedem sind natürlich ist eine andere Spielzeit drauf. Bin mir jetzt nicht sicher, was war der Befehl. Auf dem Streaming-Charakter sind es jetzt zum Beispiel nur 6 Tage, 3 Stunden und 52 Minuten. Mein Streaming-Charakter ist aber halt auch nicht mein regulärer Charakter, mit dem ich spiele. So, hier komme ich am besten zur Herrscherpromenade, wenn ich zur Alchemistengilde gehe. Müsste ich mal nachschauen, schreibe ich dir gerne mal, wenn ich es dann weiß, wie viel ich mit meinem anderen drauf habe. Aber ich mag es absolut gerne. Chris hat aber auch mal so schön gesagt, man kann sich ja meistens mit dem Spiel am besten bei Final Fantasy identifizieren, mit dem man angefangen hat. War für mich halt Final Fantasy 14. Deswegen ist für mich der Online... Ich bin aber auch, muss man dazu sagen, ich spiele furchtbar gerne Online-Spiele. Von daher ist das 14er wahrscheinlich halt wirklich das Perfekte für mich. Und wie ist es in Ulda gelaufen? Konntest du einige Perlen für unsere Organisation auflesen? Nur ein Migit hat Interesse gezeigt. Das ist nicht viel, aber immerhin ein Anfang. In diesen harten Zeiten... Vielen Dank, Kirito, mit ganz, ganz vielen Zahlen für den Follow. Einen wunderschönen Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, du hast Spaß und du bist heute Abend, so wie es aussieht, der schönste Backer hier in der Runde. In diesen harten Zeiten nach der Katastrophe muss den Leuten die Rettung ganz Eoseas als reine Utopie erscheinen. Aber nicht alle haben die Hoffnung aufgegeben. Wir müssen die Eoseer aufrichten, wenn sie es aus eigener Kraft nicht vermögen. Vielen Dank für deine Hilfe, Toki. Ich weiß es zu schätzen, dass du deine weitreichenden Kontakte für unsere Sache aktiviert hast. Die Leute, die für unsere Anliegen gewonnen hast, werden den Grundstein für eine dereinst starke, umfassende Organisation bilden. Wenn du anfängst mit Final Fantasy XIV, mach erstmal die Testphase. Also kostenlose Testphase. Guck erstmal, wie das Spiel dir gefällt. Wenn es dir gefällt, wedel mal mit dem Ärmchen, damit ich weiß, dass du spielst. Und fang am besten auf Licht an, dann können wir dich nämlich ärgern. Ich für meinen Teil hatte ebenfalls Erfolg. Wir haben nun auch Sultana Nanamos Einverständnis schwarz auf weiß. Ich glaube, Yariba mag Alfino. Die ersten Mitglieder sind gefunden, die Dokumente signiert und die Finanzen gesichert. Nun können wir getrost die nächsten Schritte wagen. Unterstützen natürlich, Ropo. Bitte, Sternchen.
Immer gerne. Und du weißt ja, wenn ich Zeit habe und du mit den Armen wedelst, dann spiele ich auch liebend gern mit dir, wenn du Hilfe brauchst. Oder wenn du auch einfach nur mal mit mir spielen möchtest. Du hast Bedenken wegen der Beteiligung des Scorpio-Kreises? Nun, die hatte ich auch. Und ich kann dir versichern, dass die Herkunft jeder einzelnen Münze akribisch geprüft und dokumentiert wird. Unsere Organisation wird nicht auf Korruption gebaut sein. Natürlich würde auch ich es bevorzugen, alles aus eigenen Mitteln zu bestreiten. Aber selbst die beträchtlichen Rücklagen meiner Familie können ein Unternehmen dieser Größenordnung nicht unbegrenzt am Leben halten. Es ist nur natürlich, dass gewisse Zweifel den Beginn eines bahnbrechenden Unterfangens begleiten. Bitte mach dir nicht zu viele Gedanken. Es gibt noch viele Hindernisse zu überwinden, aber unsere Organisation wird bald beweisen, dass sie den Vertrauen der Aesera verdient. Sternchen, ich hab eine Idee. Nimm doch den Ropo als dein Freundschaftswerbeschützling auf. Dann habt ihr ja auch beide was von. Und deswegen sollten wir uns nicht mit trüben Gedanken aufhalten, sondern zur Tat schreiten. Lass uns in den Sonnenstein zurückkehren und alles für die offizielle Vereidigung vorbereiten. Du musst dafür in die Mock-Station. Dort kannst du ihm deine E-Mail schicken. Und ich glaube, wenn er sich dann das Spiel gekauft hat, kann er die Freundschaftswerbung aktivieren. Ich bin mir jetzt aber gerade nicht hundertprozentig sicher. Das ist bei dir bestimmt weniger lange her als bei mir, Sternchen. Ich finde, das sieht halt immer so drollig aus. Riese, sie Lalafell. Gut, sag, die Rasse. Robin, was hältst du von Alfinos Vorpreschen? Es ist waghalsig, verdient aber Anerkennung. Sein Bündnis könnte den Weg für ein geeintes Eorzea ebnen. Seine Eile ist nur allzu verständlich. Seit die Gefahr durch die Ultima-Waffe gebannt ist, sind die Stadtstaaten wieder in ihren alten Trott verfallen. Jeder verfolgt seine eigenen Ziele. In Anbetracht der vielen Probleme, denen wir gegenüberstehen, sollten wir vielleicht dankbar sein, dass jemand die Initiative ergreift. Wir alle haben Zusammenhalt geschworen. Doch hinter unserem Rücken macht sich Zwietracht breit. In Uldar, wie in den anderen Staaten. Ich bin mir nicht sicher, ob Alfinos Schritt der richtige ist. Mit den besten Kriegern der drei staatlichen Gesellschaften in seinen Reihen verspricht das Bündnis in der Tat, eine mächtige Streitmacht zu werden. Doch wem wird sie dienen? Der Bund der Morgenröte ist nicht allmächtig. Und das Böse steckt überall. Stört es dich nicht, dass ein Großteil der Mittel zur Finanzierung des Bündnisses vom Scorpio-Kreis gestellt wurde? Dass die habgierigen Republikaner versuchen könnten, die Streitmacht für ihre Zwecke zu instrumentalisieren? Ich hege keine Zweifel an der Urteilskraft des Bundes der Morgenröte, Eure Hoheit. Er hat uns mit den Primae mehr als einmal geholfen. Wenn Alfino Verstärkung benötigt, sollten wir sie ihm nicht verweigern. Außerdem hat sich nicht nur der Scorpio-Kreis großzügig gezeigt, auch andere spendeten hohe Beträge. Und das Geld der reichen Kaufleute kam zumindest nicht aus den Taschen von Lolorito und seinen Handlangern. Am meisten überzeugt mich jedoch, dass dem Bund die uns so vertraute Kriegerin des Lichts angehört. Das ist wohl wahr. Doch niemand ist gefeit vor Veränderung. Ob wir es wollen oder nicht. Das Schicksal treibt uns wie Staubwirbel kreuz und quer durch die Wüste. Können wir wirklich nichts gegen Teleci Adeleci unternehmen? Ich habe alle Möglichkeiten abgeklopft, die uns offen stehen, Eure Hoheit. Doch nach dem geltenden uldischen Recht sind uns die Hände gebunden.
Wir können ihn keines Vergehens beschuldigen. Er hat Verrat geübt. Und doch müssen wir tatenlos zusehen? Ich finde ja, da hätte mehr Energie in die Stimme gehört. Wozu taugt denn dieser Staat? Welchen Wert hat die Sultanskrone, wenn das Recht gebogen und mit Füßen getreten werden kann? Alles verloren. Ich mag die Sequenzen. Gell, es ist voll niedlich. Eine kleine Nanamo. Der Christ, der reagiert bestimmt. Der ist gerade Essen holen. Ich frage mich immer noch, ob irgendwas für mich dabei ist. So, im Sonnenstein mit Alfino sprechen. Ja, die deutsche Stimme ist echt furchtbar. Ich mag die japanischen Stimmen auch viel lieber. Aber wie gesagt, ich habe mich ja dazu entschieden, die deutschen Stimmen zu nehmen, dass ich die Charaktere dann auch einfach mal für sich sprechen lassen kann. Wir haben ja sonst hier in dem Stream fast nie die Möglichkeit, dass wir mal die Charaktere selber sprechen lassen können. Weil wir eh alles auf Fremdsprache haben. Gut. Ja, im Japanischen war das wirklich absolut unendlich niedlich. Die Japaner können synchronisieren, aber eh viel, viel, viel besser. Ich finde allgemein, dass die japanischen Stimmen viel mehr Energie, viel mehr... Wie nennt sich das dann? Es klingt halt einfach bei denen echt. Die Emotionen sind zu hören. Das bringen die Deutschen irgendwie nicht so richtig rüber. Das finde ich schade. Wenn die Deutschen nur halb so viele Emotionen drin hätten wie die Japaner. Ja, so kommt es einem ein bisschen vor, als würden sie nur ablesen. Da muss ich dir wirklich zustimmen, Yareva. Puh, diese Reise möchte ich nicht so schnell wiederholen. Aber wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Wir haben es fast geschafft. Nun muss ich nur noch die Vereidigungszeremonie vorbereitet werden. Kommt natürlich auch nochmal drauf an, was für ein Spielfilm es ist. Aber bei Final Fantasy ist es definitiv, dass die deutsche Synchro so ein bisschen lutscht. Genau, bei Final 15 fand ich die Synchro auch sehr gut, zum Beispiel. Da sind mir die Jungs auch richtig sympathisch vorgekommen im Deutschen. Wahrscheinlich waren die Japanischen mal wieder um Längen besser, aber für eine deutsche Synchro war Final Fantasy 15 echt geil. Aber wir haben keine Zeit zum Ausruhen. Wir haben es fast geschafft. Nun muss ich nur noch die Vereidigungszeremonie vorbereiten. Ach, das hatte ich schon. Ich danke dir, dass du mir zur Seite gestanden hast. Milfinia ist sicher froh, dass sie dich nun wieder für die Aufgaben des Bundes einsetzen kann. Oh, da ist ein Mensch. Ich habe nicht gesehen, was er in der Hand hielt. Ja klar, die Japanischen sind immer besser. Ich meine, es ist ja auch ihr Zeug. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe die japanischen Stimmen nur im Anime. Ja, doch nur im Anime gehört. Chris war Essen holen. Ich danke dir, dass du mir zur Seite gestanden hast. Vor lauter Reden will ich die Texte alle doppelt lesen. Ich rieche Pizza. Ich glaube, ich rieche Pizza.
vielen Dank, dass du Alfinord so tatkräftig bei der Suche nach Rekruten unterstützt hast. Er wollte die Vereidigungszeremonie hier im Sonnenstein abhalten. Tataru ist schon mitten in den Vorbereitungen, aber es wird noch eine Weile dauern. Ich hoffe nur, dass der plötzliche Zulauf und Geisterzoll der Abenteurergilde keine Unannehmlichkeiten bereitet. Könntest du vielleicht bei Slavbor nachfragen? Ich möchte nicht, dass unser Verhältnis dadurch belastet wird. Privat spiele ich es auch auf Japanisch. Privat gefallen mir die japanischen Stimmen definitiv besser von Final Fantasy XIV, wie gesagt. Das haben mich alle vermisst. Du hast Hunger gehabt. Ich habe nur ja gesagt. Es wird sich lohnen, 14 auf Japanisch zu spielen, Sternchen. Hallo Toki, was gibt's? Ich dachte, du hast jetzt alle Hände voll zu tun, wo die Gründung von Alfinors neuer Gesellschaft kurz bevorsteht. Haha. Aber ich bitte dich, die paar Leute kann Geisterzahl doch mit Leichtigkeit verkraften. Ehrlich, ich bin sogar froh, dass hier mal Leute ein- und ausgehen, die sich dem Wohl Eoseas verschrieben haben. Und nicht nur zwielichtige Schatzjäger. Da mache ich mir eher um euch Sorgen. Ihr habt eine Menge Arbeit vor euch. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag es mir nur. Slavborn, Slavborn! Sie haben uns alles abgenommen! Entschuldigung, falls es laut war. Oh, es war wohl eine Frau. Verzeih. Meine Güte, ihr seid doch von unserer Transporttruppe. Was ist denn passiert? Wir sollten eine Lieferung aus Coertas bringen. Hilfsgüter, die für den Ausbau von Geisterzoll gedacht waren. Aber als wir schon fast in Mordona waren, wurden wir von bewaffneten Banditen überfallen. Ich denke, es könnten Heteriker gewesen sein. Es waren so viele. Wir hätten nicht die geringste Chance gehabt. Wir ließen die Lieferung zurück und rannten um unser Leben. Bitte verzeih uns. Da gibt es nichts zu verzeihen. Waren können ersetzt werden, aber gute Leute wie ihr sind schwer zu finden. Ruht euch aus und lasst euch erstmal eure Wunden versorgen. Jetzt ist guter Rat teuer. Wenn die Heteriker hinter dem Überfall stecken, müssen wir Ishgard darüber informieren. Ishgard kommt ins Spiel. Woher stammte die Lieferung, sagt ihr? Vom Haus vor Thames. Wir haben die Ladung in Camp Drachenkopf übernommen und sind von dort aus aufgebrochen. Verstanden. Ich sorge dafür, dass die Leute dort unverzüglich informiert werden. Okay, hattest du nicht mehr gute Beziehungen zum Haus vor Thames? Ich schicke natürlich gleich einen Eilboten mit der Nachricht vom Überfall, aber es wäre mir sehr recht, wenn du auch dorthin aufbrechen und der Sache nachgehen könntest. Ich weiß, gerade habe ich noch davon gesprochen, die Arbeit abnehmen zu wollen. Aber um diese Angelegenheit muss sich jemand kümmern, der vor den Heterikern nicht die Flucht ergreifen braucht. Und da bist du dazu, die diplomatische Beziehung mit den Four Temps unterhältst, bist du die beste und erste Wahl. Ja, ich habe mal wieder Text dazu gedichtet. Vielen Dank, Toki. Ich weiß, du hörst das nur zu oft. Aber auch Horfar wird erfreut über deine Hilfe sein. Da bin ich mir sicher. Wir sind heute schon ziemlich storylastig, ne? Dieses Essen. Schnüffer, Schnüffer, Schnüffer. Stimmt, besser als Text streichen. Solange ich den Text nicht verfälsche. Zeitungsleute streichen Text immer. Aber wisst ihr schon mal, dass ich nicht von der Zeitung bin. Hab aber mal ein Praktikum in einer gemacht. Meistens wurde ich zum Textstreichen benutzt. Meine geschätzte Toki, was für ein Jammer, dass ich dich nicht nur... die Aussicht auf ein schönes Glas Glühtee zu mir führt. Ich habe die Botschaft soeben erhalten. Was soll ich sagen?
Die Hilfsgüter hätten den Kolonisten sicher gute Dienste geleistet. Ausrüstung. Aber nicht für mich. Die Kolonisten? Ich verfolge dieses Unterfangen schon seit geraumer Zeit mit großem Interesse. Tapfere Männer und Frauen sind das, die Curtas einen großen Dienst erweisen. Denn wenn erst ein voll befestigter Außenposten in Mordona steht, werden die Galea es sich zweimal überlegen, erneut hier einzufallen. Und dich an ihrer Seite zu wissen, ist umso beruhigender. Niemand soll sagen, dass Haus Fortor würde die Bemühungen seiner Freunde nicht zu schätzen wissen. Oder vergessen, was es ihnen schuldet. Gummit! Oh Gott, jetzt habe ich in die Sequenz geredet. Hallo Gummit! Bist du erkältet? Nicht Medici, sondern Hachi. Weil der Shiva-Begleiter bestimmt Materialien braucht, die teuer sind, Sternchen. Oder Leute einfach möchten, dass er teuer bleibt. Aber ich bin mir sicher, er war schon mal teurer. Genau deshalb haben wir auch Hilfsgüter nach Geisterzoll geschickt. Dass diese von Heretikern abgefangen wurden, ist mehr als bedauerlich. Doch es war fast abzusehen. Denn täglich nimmt die Zahl von Wegelagerern zu. Ihr organisiertes Vorgehen in letzter Zeit schreiben wir ihrer Anführerin zu. Der ruchlosen Eisherz. Leider wissen wir so gut wie gar nichts über diese Frau. All unsere Nachforschungen liefen bislang ins Leere. Oh, bist du pollenallergisch? Das ist blöd. Wohl aber ist uns bekannt, dass die Heretiker fast ehrfurchtsvoll von ihr sprechen und lieber in den Tod gehen würden, als sie zu verraten. Normalerweise agieren diese Fanatiker eher unkoordiniert. Ich wage gar nicht mehr auszumalen, was sie mit vereinten Kräften noch alles anrichten könnten. Bis nach Camp Drachenkopf haben sie sich bislang nicht getraut. Doch westlich von hier werden sie immer häufiger gesichtet. Ein Besuch der Weißen Felsfront könnte dir Aufschluss bringen. Bist du bereit, die Reise auf dich zu nehmen? Hallones Segen sei mit dir. Ich gebe es nur ungern zu, aber ihr Abenteurer seid meinen Landsleuten im Kampf gegen solche Schlitzohren weit überlegen. Wären die Gegner Drachen, dann sähe die Sache wahrscheinlich anders aus. Ja, Ishkat und die Drachen halt, ne? Nein, wirklich, ich könnte mir keinen besseren Beistand wünschen. Du hast bereits viel für unser Haus getan und ich bin mir sicher, dass schon bald neue Heldenlieder über dich zu singen sein werden. Ich mag ihn irgendwie. Solltest du etwas herausfinden, dann berichte mir bitte davon. Die Frage kann dir bestimmt Chris beantworten. Und unsere Gastfreundschaft erwarten dich hier zu jeder Stunde. Also ich überlasse das mal dir mit deiner Frage und dem Chris. Und Wusel zur Weißenfelsfront. Ich finde ja, ich bin ein bisschen frisch angezogen für das Gebiet, oder? Wird Zeit für neue Kleidung. Oh, wenn das vorher ein Thema war, dann müsste ich ja eigentlich fast auf YouTube verweisen mit nachgucken, oder? Ich bekomme das natürlich nicht mit, was Thema ist, wenn ich nicht daheim bin, sondern auf der Arbeit. Wir haben mal wieder einen Inhalt, den wir zusammen bestreiten können. Wer wäre denn dabei, wenn ich jetzt gleich in einem Inhalt lande? Oder bald? Ich weiß es ja nicht. Bitte einmal mit Ärmchen wedeln. Wenn ich als Geleitschutz bekommen könnte.
Genau, ich muss in das Haus rein. Ich habe keine Ahnung, welcher Inhalt als nächstes kommt. Ich weiß ja nicht, wann der nächste Inhalt kommt, aber ich habe schon Eisherz gelesen. Also habe ich Vorstellungen, was so als nächstes auf der Liste stehen könnte. Ich bin noch nicht mehr sicher, in welcher Reihenfolge und wann irgendwas kommt. Wie die Lage an der Weißenfelsfront ist? Da hast du nicht gerade ein angenehmes Thema angeschnitten. Worum geht das genau? Der verschollenen Hilfslieferung an der Geisterzoll wirst du nachspüren. Die in letzter Zeit überfallen die Heteriker wirklich alles, was sich auch nur einen Schritt von den Siedlungen entfernt. Du wirst ja inzwischen zur Expertin für Heteriker fragen. Uns bleibt auch nichts anderes übrig. Ist zwar nichts Neues, aber in letzter Zeit werden diese Bande einfach nicht mehr her. Wie Hauchefand dir sicher schon gesagt hat, sind die Heteriker neuerdings straff organisiert. Sind ihrer Ruch... Also ich scheine zwei Leute zu haben auf jeden Fall. Sind ihrer ruchlosen Anführerin dieser Eizherz willenlos ergeben. Dieser Fanatismus hat ein Ausmaß erreicht, das wir selbst bei den Heterikern nicht erwartet hätten. Gerade eben wurde wieder ein Verwundeter hereingebracht. Ein Kaufmann, den sie ganz in der Nähe der Weißenfelsfront überfallen haben. Ich habe schon einen Trupp hinausgeschickt, um die Gegend nach den Angreifern abzusuchen. Aber wenn du dich auch umsehen willst, halte ich dich nicht auf. Der Verwundete ist im Lazarett und noch nicht bei Bewusstsein. Wenn er aufwacht, kann er dir vielleicht etwas Zweckdienliches sagen. Ups. Ich versuche auf den Chat zu gucken und laufe wieder gegen Wände. Morgen sind wir noch da, Roboy. Falls du... Wohin will ich eigentlich? Dahin. Falls du morgen nochmal da bist, darfst du uns erst morgen alles Gute zum Urlaub wünschen. Oder einen schönen Urlaub. Weil ich würde dich schon gern wiedersehen morgen. Genau, hä? Das Sternchen auch ausgerechnet, das immer das Quad kriegt. Mein hä? Ich glaube, das habe ich aber auch am öftesten gesagt auf dem Stream. Bewusstlos? Ach nein, es geht schon wieder. Aber dass mich diese Heteriker angegriffen haben, war sicher keine Halluzination. Meine ganze Ware, alles futsch. Und das so kurz vor dem Camp. Ich hatte nicht mal Zeit, überhaupt an der Gegenwehr zu denken. Und das nächste, an das ich mich erinnere, war dieses Krankenbett hier. Wer kein Schwert führt, ist hier draußen verloren. Was für Zustände. Ja, Urlaub ist ein offizieller Feiertag bei mir. Weil Urlaub was ganz Tolles ist. Ihr Abenteurer könnt mir nicht... Das nicht nachfühlen. Ihr nehmt euch ja einfach, was ihr braucht. Aber für einen ehrbaren Geschäftsmann ist ein existenzbedrohender Verlust. All die Kristalle und die nagelneuen Waffen aus der Stadt. Ich kann einpacken. Mir war, als ob sie etwas von Schneekleid sagten. Aber vielleicht habe ich mich getäuscht. Mich bringen jedenfalls keine 10 Pferde dahin. Sollen sie doch alle verrecken. Ich glaube, wir gehen nach Schneekleid. Gileon, du kannst doch jetzt nicht Kopfschmerzen kriegen. Du hast mir doch gerade versprochen, du gehst als CD mit. Aber bei dem Wetter ist das nicht verwunderlich, dass man Kopfschmerzen kriegt. Bin nur traurig, dass mir mein DD jetzt gleich wieder wegfällt. Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum. Könnten wir eigentlich mal machen, oder? Auch wenn es ein Drache geworden ist und kein Chocobo.
Oh, ich hab schon gefreutes Geflüstern. Geflüstertes Freuen, so rum. Und die Musik passt eigentlich gerade ganz gut. Meinst du, deine Gesundheit ist mir lieber, ne? Das weißt du hoffentlich. So. Wollen mir wehtun. Umfallen, bitte. Sagt umfallen. Danke. Noch jemand? Nee. So, weiter nach Schneekleid. Oh, ich habe mein Ei. Hüpf, hüpf. Das war übrigens das Osterreittier. Das hat es zu Ostern gegeben, falls jemand fragt, woher das Ei kommt. Ich kann damit auch schießen. Da. Oh, bist du nicht. Du hast uns doch einmal gegen Heterika geholfen. Kommst du etwa zu unserer Unterstützung? Trelemont hat uns ausgeschickt, um die Umgebung zu sichern. Wir haben einige dieser Heterika bis hierher verfolgt, aber sie aus den Augen verloren. Ich weiß nicht, wie sie uns entkommen konnten. Das hier ist eine Sackgasse. Es gibt keinen anderen Weg heraus, als den wir gekommen sind. Oh, so, so. Der Frosch ist müde auf dem Sofa eingepennt. So, so. Kann passieren. Wenn ich vorstellen darf, lieber Chat. Nee, die drei Fragezeichen. Ich spoiler noch nicht, wer das ist. Vielleicht weiß es der ein oder andere auch schon oder kann es erahnen. Wie bitte? Eine Frauengestalt auf der Eiswand? Das wird doch nicht Eisherz gewesen sein. Okay, die haben es verraten. Du musst dich getäuscht haben. Oder gibt es etwa einen geheimen Pfad durch das Schneekleid, den nur die Heteriker kennen? Wir sind zu wenige. Sie zu verfolgen wäre riskant. Kehren wir erstmal zu Drimont zurück und erstatten Bericht. Ach verdammt, ich muss umkehren. Um wahrscheinlich gleich wieder umzukehren und da reinzugehen. Oh, ich würde Sternchen gerade so gerne spoilern, wer Eisherz ist. Aber ich glaube, das lasse ich bleiben. Ich mag Eisherz. Sie ist eine olle Bitch, aber auch eigentlich ganz nett. Nee, 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 Sternchen. Hier wird nicht gespoilert. Aber... man wird noch längere Zeit Vergnügen mit ihr haben. Das kann ich sagen. Mir wird irgendwie kalt, wenn ich meinen eigenen Charakter gerade angucke. Ich glaube, ich muss ihr mal ein bisschen warme Kleidung spendieren. Dann solltest du damit anfangen, Stern, weil die Story, die lohnt sich auf jeden Fall bei Final Fantasy XIV. Ich würde auch gerne wieder mehr Story mitbekommen, aber ich warte immer noch auf Chris. Aber er hat jetzt seinen neuen Rechner, das heißt, er hat mir versprochen, dass er auch wieder mit mir spielt. Welche neuen Spinne? Da bist du ja. Meine Leute haben mir berichtet, dass du am Schneekleid warst. Der Trupp war für seine Aufgabe bestens ausgebildet. Es ist unwahrscheinlich, dass die Heteriker unbemerkt an ihm vorbeischleichen konnten.
Ich weiß, dass du Güter von Geisterzoll wiederbeschaffen willst, aber wir dürfen nichts überstürzen. Bitte kehr nach Camp Drachenkopf zurück und warne Horrorfor. Wir müssen das Vorgehen gegen diese Banditen gut überdenken. Mit Eisherz ist nicht zu spaßen, aber wir werden diesem Weibsbild schon aufhalten. Dann wieder zurück zu ihm. Ich hoffe doch, dass Himesama wiederkommt. Dann können wir ihr alle huldigen. Und sie verwöhnen. Und ihr hübsche Sachen schenken. Ich sehe dich genau, René. Ah, du kommst wie gerufen. Just in diesem Moment war ich in Gedanken bei dir und deiner Aufgabe. Und was ich mir ausmalte, waren blutige Schlachtszenen. Doch das sind lediglich die ausufernden Fantasien eines Mannes der Waffen. Also sprich, was hast du über Eisherz herausgefunden? Keine Ahnung, wovon du redest, Maggie. Interessant. Am Schneekleid hast du sie gesehen, sagst du? Ist wohl anscheinend an mir vorbeigegangen. Dieser Ort war im ganzen Hochland am schlimmsten von den klimatischen Veränderungen betroffen. So unwirtlich sind die Bedingungen, dass wir die Schneekleid-Felswand noch immer nicht gänzlich erforscht haben. Könnten die Heretiker in dieser kalten Einöde ein Versteck errichtet haben? Mich dünkt... Ups. Nun, über ihre geheimnisvolle Anführerin Eisherz wissen wir jedenfalls noch immer nicht viel. Sie muss über große Führungskraft und Ausstrahlung verfügen, um diese Fanatiker unter ihrem Banner einen zu können. Gerne würde ich ihr an deiner Seite nachspüren, doch ich fürchte, damit würde ich meine Kompetenzen überschreiten. Die Pflicht verlangt von mir, mich an die Inquisitoren zu wenden und um Aufklärung des Falls zu bitten. Dem guten Ruf ihrer neuen Führung nachzuurteilen, wird man dort sicher die richtigen Maßnahmen ergreifen. Ich glaube nicht. Eisherz wahre Identität mag uns noch immer verborgen sein, und doch hast du uns einen wichtigen Hinweis geliefert. Manchmal reichen kleinste Erschütterungen, um eine Lawine auszulösen. Das Blöde ist halt, dass ich mir YouTube-Videos während dem Stream nicht angucken kann. Was heißt, ich bin jetzt genauso schlau wie vorher, leider. Ich habe bereits eine neue Lieferung in Auftrag gegeben. Die Arbeiten dort sind zu wichtig, als dass wir uns von kleinen Rückschlägen wie diesen vergrämen lassen dürften. Ich bin hübsch. Also mein Charakter. Auch wenn ich meinen anderen Charakter noch hübscher finde. Ich sehe dich. Ich sehe dich genau. Muss ich eigentlich hin? Ah, Geisterzoll. Foto kann ich leider auch nicht angucken. Ich spiele ja auf meinem PC hier und Vollbild und sowas. Genau, schick es mir doch einfach bei PM als Discord, dann kann ich es mir später angucken. Neue Beyblades, okay. Beyblade fand ich damals eigentlich ganz lustig. War eine lustige Idee, aber ich glaube, so Beyblade-ähnliches Zeug gab es vorher auch schon. Ah, du bist zurück. Ich hoffe, du hast dir in Coertas nicht alles abgefroren. Also, was ist mit den Gütern aus Ishgard passiert? Sie schicken eine neue Lieferung, wenn das mal keine gute Nachricht ist. Ein Glück, dass Horrorfor so ein guter Freund von dir ist, was? Vielen Dank für deine Vermittlung. Dann bleibt nur noch die Güter weise zu verwalten. Je mehr Leute sich hier versammeln, desto mehr zwielichtige Gestalten werden auch kommen. Nimm ich das oder nehme ich Geld? Ich glaube, ich nehme lieber Geld.
Ja, da haben wir einen Druiden-Stirnreiflein. Übrigens, während du dir in Coertas im Dienste Geisterzolls Frostballen geholt hast, haben wir hier die Vorbereitung zur Vereidigungszeremonie fast abgeschlossen. Nur Tataru läuft noch immer herum wie ein aufgeschrecktes Huhn. Die Teile sollten ein Anti-Stress-Teil sein. Sternchen hatte mehr Stress mit dem Teil als ohne. Auch sehr gut. Alles Wichtige ist erledigt. Aber falls es dir nicht ausmacht, könntest du Tataru vielleicht beruhigen. Sie macht alle verrückt mit ihren emsigen Herumgelaufen. Was willst du kopieren? Ach so. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Kann der Kermit selber. Okay, dann kannst der Kermit selber. Gut, dass du nicht machen gesagt hast. Und, ja, das muss dann hier hin. Und vorher noch das andere raus und außerdem, ach, ich werde gleich ganz verrückt. Toki. Das hat sich komisch angehört. Bitte streich diesen Satz. Chris nimmt ihn bestimmt dann noch raus. Du bist da, um mir zu helfen, stimmt's? Danke, danke, danke. Also, zuerst musst du diese kobaltblauen Uniformen an die Leute verteilen, die heute vereidigt werden sollen. Ein toller Schnitt, du wirst sehen. Das ist momentan das Einzige, was du mir abnehmen kannst. Teile alle aus und sag dann bitte Alfinor Bescheid. Aber ich finde nur, es ist schade, dass alle Teile ganz gleich sind. Soldaten von richtig großen Armeen haben doch immer einen andersfarbigen Überwurf zur Uniform, oder? Ach, Tataru. Was heißt denn hier schon wieder, Kermit? Wann war denn das letzte Mal? Oh, nee, die Quiz. Ich habe sie beim letzten Mal schon so gehasst. Juju Hase kriegt was. Ich mach das mal im Schnelldurchlauf. Find die 8 Leute eh total schwierig nur wieder wahrscheinlich. Da oben ist einer. Ich habe die Quest damals so gehasst, weil ich ewig für einen gesucht habe, den ich als nicht gefunden habe. Ich habe Angst, dass mir genau das hier wieder passiert. Unten? Da hätten wir schon mal die ersten 3. Sehe ich von hier aus jemanden? Nee, was ist das da oben? Ich glaube, hier, genau, hier stand einer. Einer? Der gute Ilbert. Da ist eine fremde Mumu. Da ist der Wilret. So, und jetzt, wo ist der Rest? Da ist einer. Ich seh dich genau. Oder sie. So, es fehlt noch einer. War ich schon? Da unten war ich ja auch überall. Nicht? Hier ist ja eigentlich schon der Rand dafür. Waren wir auch?
Vor der Tür hier noch jemand irgendwie? Oh, das hier ist noch rotes Gebiet. Aber hier ist niemand. Vielleicht oben auf der... Ich könnte mir vorstellen, dass da oben noch jemand ist. Da müssen wir mal außen rumlaufen. Wenn doch nicht, dann habe ich den Weg umsonst angeschlagen. Aber ich wäre so gemein und würde da oben jemanden postieren. Das wundert mich jetzt allerdings auch, Gormit. Weil ich habe nichts an meinem PC gemacht. Außer gespielt. Ich meine, ihr habt gesehen, ich bin gelaufen. Da ist niemand, ne? Im Moment dachte ich, ich kann da nach unten fallen. Aber hier scheint auch niemand zu sein, ne? Da. Wo ist die letzte Person? Hallo, Klasper! Schön, dich zu sehen. Ich laufe mal ums Eck. Da? Ich glaube, da oben. Yay! Ach, der Laurentius. Der sich beschwert hat, dass wir ihn nicht erkannt haben. Jetzt müssen wir wahrscheinlich wieder zurück. Wisst ihr, was aber auch ganz toll ist, dass es so schnell lädt, das Spiel. Wenn man auf der PlayStation 4 gespielt hat, 3 gespielt hat, weiß man, was lange Ladezeiten sind. Wird ja auch eingestampft. Oder ist es schon eingestampft mit der PlayStation 3? Jedenfalls fürs neue Add-on weiß ich, dass es definitiv eingestampft wird. Ja? Ach, richtig. Tataru sagte, dass du die neuen Uniformen für sie verteilst. Dann hattest du die Gelegenheit, die neuen Rekruten näher kennenzulernen, nehme ich an. Einige sind von den staatlichen Gesellschaften zu uns gekommen. Andere haben von den anderen Abenteuern von uns gehört. Wir sind noch keine Armee, aber alle unsere Rekruten sind äußerst fähige, zähe Kämpfer. Wir können Großes vollbringen. Habe ich dir schon gesagt, dass ich mich für einen Namen für unsere Organisation entschieden habe? Ich hoffe, dass er bald in ganz Eosea bekannt sein wird. Aber lass uns zur Tat schreiten. Sobald sich alle Rekruten versammelt haben, werde ich die offizielle Gründung verlauten. Kameraden, ihr steht heute hier, weil ihr eine bedeutsame Entscheidung gefällt habt. Ihr habt einen Eid geschworen. Damit dient ihr nicht länger einer einzelnen Nation. Ihr seid die Vorhut eines geeinten Eoseas. Ich finde dieses blaue Wasser anhaben übrigens furchtbar. Hiermit erkläre ich euch zu Kristallstreitern. Lasst uns Eosea einen und unseren Feinden geschlossen entgegentreten. Seien es die wilden Stämme mit ihren Primae oder der Konflikt in Cartenau. Es liegt auf der Hand, dass die Stadtstaaten die Probleme Eoseas nicht lösen können. Es liegt an euch, siegreich zu sein, wo sie scheiterten. Vanille, Ruppo. Definitiv Vanille. Gemeinsam mit dem Bund der Morgenröte werden wir Eosea beschützen. Zusammen werden wir für die Freiheit ganz Eoseas kämpfen. Für
Eine ergreifende Rede, Alfino. Oder sollte ich sagen, Kristallkommandant Leveilleur? Ich bitte dich, Minfilia. Das ist doch nur ein Titel. Erwarte bloß nicht von mir, dass ich an vorderster Front in die Schlacht ziehe. Wir alle verfolgen dasselbe Ziel. Reichen wir uns die Hände und befreien wir dieses Land von seinen Übeln. Genau. Der Bund wird immer hinter dir stehen. So, Herr Stern, wie kann ich Ihnen helfen? Sprechen Sie bitte mit mir. Damit wir unsere Boeing abheben lassen können. Ich verspreche mir viel von den Kristallstreitern. Auch wir sollten zur Tat schreiten, findest du nicht? Ich höre. Dann haben sich all unsere Befürchtungen also bewahrheitet. Die ganze Insel. Diese Kräfte übersteigen jede Vorstellungskraft. Du weißt, dass ich nach dem Stream eigentlich schon bald fast ganz schnell ins Bettchen muss, weil ich morgen früh arbeiten muss. Wirklich? Krele lebt? Den Seif sei Dank. Verstehe. Unterrichte mich sofort, wenn sich ihr Urlaub. Zustand verändert. Ja, ich werde Oranger alles ausrichten. Okay. Darf aber auch gerne im Urlaub sein. Vielen Dank. Du wirst bald wieder von mir hören. Ich hab gehört, unser Rechner reißt mit, also meiner. Als ich vom Untergang Wals hörte, seine. Hatte ich alle Hoffnungen aufgegeben, meine Freundin Krele je wiederzusehen. Und doch, wie durch ein Wunder hat sie überlebt, wenn sie auch momentan nicht bei Bewusstsein ist. Wenigstens ein Lichtblick. Doch nun gilt es erst einmal, die Messungen der Kundschafter auszuwerten. Angeblich waren die Störungen im Äther beim Untergang der Insel ähnlich stark wie bei der Ultima-Waffe. Ob dies erneut ein Werk der Ascens war? Sag, hast du seit unserer Schlacht mit den Galeanen eigentlich die Stimme des Urkristalls vernommen? Ich nämlich auch nicht. Und das verheißt bestimmt nichts Gutes. Louisois, bitte wach über uns. So, dann nehmen wir doch mal das Kopfteil, das Hübsche. Und direkt weiter. Sehr gut. Stellt sicher, dass alle Güter gut verpackt sind und nichts vergessen wird. Dann bleibt nur noch zu hoffen, dass mit dieser Lieferung nicht dasselbe passiert wie mit der letzten. Moment, ist dir eigentlich aufgefallen, dass ich Twin Tails habe? Der Wind heult ungewöhnlich laut. Obwohl die Wipfel sich kaum regen. Falls du Rollenspiel betreiben möchtest, wirst das ganz toll, wenn du einen Gott hast. Mhm. Nee, keine Ahnung, die haben fürs Spiel an sich eigentlich gar keinen Sinn, glaube ich. Falls ich falsch liege, kann mir das bitte jemand sagen.
Ja, komm. Ja, also mir schreibt, wird auch gerade zugeflüstert im Spiel. Die Gottheiten wirken sich zwar kaum bemerkbar aus, aber sie geben schon Widerstände auf die Elemente. Hat der Kilion aber auch im Chat geschrieben, wie ich sehe. Mich beschleicht das ungute Gefühl, beschleicht vor allem. Mich beschleicht das ungute Gefühl, dass sich etwas Finsteres über uns zusammenbraut. Aber sie... Aber es hilft nichts, sich über Dinge Gedanken zu machen, die außerhalb unserer Einflussmöglichkeiten liegen. Wir müssen uns auf die Probleme konzentrieren, gegen die wir tatsächlich etwas tun können. Die Prima sind derzeit erfreulich ruhig und die wilden Stämme stehen unter strenger Beobachtung durch die staatlichen Gesellschaften. Sobald sie irgendwelche Anstalten machen, ihre Götter erneut zu beschwören, werden wir umgehend davon erfahren. Mach dir keine Sorgen. Damit ist das Prima-Problem natürlich nicht aus der Welt. Aber bis wir eine dauerhafte Lösung gefunden haben, können wir nichts mehr tun. Auch was die Askeas betrifft. Sie sind uns die Hände gebunden. Mayage forscht Tag und Nacht nach einer Möglichkeit, diese dämonischen Kreaturen zu bezwingen. Doch bisher ohne Ergebnis. Hoffen wir, dass er bald einen Weg finden wird. Aber zumindest... Du sollst nicht gänzlich zur Untätigkeit verdammt sein. Es gibt eine wichtige Aufgabe, der du dich zuwenden kannst. Ja, die Kristallstreiter. Es war klug, sie ins Leben zu rufen. Doch damit ist noch lange nicht gesagt, dass sich diese junge Organisation in Eorzea etablieren kann. Wir alle sollten Alfinot natürlich jede Hilfe zukommen lassen, die er braucht. Ganz in unserem eigenen Interesse für die Freiheit Eorzeas. Alfinot ist zwar ein charismatischer und kluger Anführer, doch er neigt gelegentlich dazu, sich zu überschätzen. Ich habe ihm die Hilfe der Exegeten zugesichert, doch er hat sie leichtfertig abgelehnt. Weißt ja, wie stolz er sein kann. Sicher fällt es ihm leichter, Hilfe anzunehmen, wenn sie von dir kommt. Ihr habt viel zusammen erlebt und euch dabei gegenseitig unterstützt. Er vertraut dir. Bitte geh zu ihm und steh ihm bei seiner schwierigen Aufgabe zur Seite. Ich habe wieder Wörter dazu gebastelt. Nicht gern. Das lässt mich glauben, dass ich langweilig bin. Schniff. Wir sind schon aber sehr, sehr storylastig. Das gebe ich zu. Hatte nicht mehr in Erinnerung, dass das so lang ist, der Part hier. Aber wir sind ja auch kurz vor Ishgard jetzt langsam. Haben wir jetzt gerade auch in der Sequenz vor gerade eben gesehen. Das war nämlich ein Priesterlein von Ishgard. Hallo Toki, was kann ich für dich tun? Ich habe allerhand um die Ohren, aber für dich habe ich natürlich immer Zeit. Ob ich Hilfe brauche? Nun ja, ich sag es nur ungern, aber es gibt tatsächlich eine Angelegenheit, die mir starke Kopfschmerzen bereitet. Die Erwartungen an die Kristallstreiter sind hoch. Von allen Seiten werden dringliche Bitten an uns herangetragen, doch die Organisation befindet sich gerade erst im Aufbau. Unsere Strukturen sind noch nicht gefestigt und uns fehlen Personal und Ressourcen. Mit der Verantwortung komme ich zurecht, aber ich kann nicht überall zugleich sein. Sondern muss Prioritäten setzen. Die Berichte über den Bürgerkrieg im Galäischen Kaiserreich machen die Lage nicht einfacher und damit komme ich zum Kern meines Anliegens. Denn es hängt mit den Galäern zusammen. Ich würde mich gerne persönlich darum kümmern, aber wie gesagt, ich muss Prioritäten setzen. Deshalb habe ich Hauptmann Ilbert, meinen Stellvertreter, mit Nachforschungen betraut. Sag ihm, dass ich dich geschickt habe, um ihn zu unterstützen. Er wird dir alles weitere erklären. Vielen Dank, Toki. Entschuldigung. Ich glaube, ich fühle mich genau wie Kilion. Müde.
Heldin, sei gegrüßt. Was verschafft mir die Ehre? Endlich mal wieder einer, der mir das Reden abnimmt. Ja, Kristallkommandant Leveillant hat gut daran, dich einzuweihen. Da es sich um eine geheime interne Untersuchung handelt, kann ich mich nicht auf meine Untergebenen verlassen. Der Fall erfordert absolute Diskretion. Was ich dir nun erzähle, muss unter uns bleiben. Vor einigen Tagen wurde uns die Information zugespielt, dass es dem Galischen Kaiserreich gelungen sei, einen Spion in einer der staatlichen Gesellschaften unterzubringen. Das ist wie bei Linka, mit der redet auch nicht. Nachforschungen führten uns auf die Spur eines Soldaten der Legion der Unsterblichen, den wir daraufhin festnahmen und verhörten. Leider entpuppte sich der Verdächtige nur als kleines Rädchen im Getriebe des kaiserlichen Spionageapparats. Ein freundschaftliches Gespräch unter vier Augen ergab, dass er nur einer von vielen Informanten ist, die alle einem Meisterspion zuarbeiten. Angeblich ist der Hund seinem Herrn nie persönlich begegnet und kennt ihn nur als den Weber. Dieser Weber muss die Spionage von langer Hand vorbereitet haben. Er hat sich das Vertrauen seiner Vorgesetzten und Kameraden erschlichen und insgeheim Unterstützer angeworben. Er selbst agiert nur aus dem Verborgenen heraus, während er um sich herum ein Netz aus falschen Fährten und den Fäden willfähriger Marionetten spinnt. Es wird nicht leicht sein, dieses Netz zu entwirren und den Weber zu identifizieren, aber immerhin halten wir einen seiner Fäden in der Hand. Den werden wir bis zum Ursprung zurückverfolgen. Soweit der Stand der Dinge. Ich hätte gerne noch mehr in Erfahrung gebracht, bevor ich weitere Personen einweihe, aber eine neue Entwicklung drängt uns zur Eile. Derzeit erlöschen im Galischen Kaiserreich die letzten Flammen des Bürgerkriegs. Bald wird unser Erzfeind wieder seine ungeteilte Aufmerksamkeit auf uns richten. Bevor es erneut zum Krieg kommt, müssen wir die Verräter in unseren Reihen aufspüren. Sonst wäre Eorzea ein allzu leichtes Opfer. Zunächst werde ich nach Uldar reisen und Phönix-General Rauban über den Stand unserer Ermittlungen in Kenntnis setzen. Genau. Der eigene Charakter spricht deshalb nicht, weil es der Fantasie schaden würde. Und weil es viel zu anstrengend wahrscheinlich wäre, mehrere Stimmen zu vertonen, je nach Stimme, die man am Anfang gewählt hat. Ich glaube, da gibt es ja 11 Stück oder sowas. Müssten ja alle einsprechen. Gute Nacht, Maggie. Aber ich glaube, ich mache auch um Vollschluss, weil ich auch ganz kaputt bin heute irgendwie. Dann wird's halt leider nichts mehr aus dem Dungeon. Tut mir leid. Allerdings steht zu befürchten, dass der Weber von dem Verhör seines Handlangers erfahren hat. Wir müssen damit rechnen, dass er Gegenmaßnahmen ergreift. Aufgrund der gebotenen Geheimhaltung ist eine große Gesandtschaft ausgeschlossen. Aber ich wäre froh, wenn du mir als Begleitschutz zur Seite stündest. Ich muss auch schon sagen, meine Lippen sind ganz trocken gerade. Mit Raubern in der ewigen Halle sprechen. Ich weiß, jeder, der noch nicht so weit ist im Spiel, kann mir bestimmt nachempfinden. Aber immer, wenn ich höre, mit Raubern in der ewigen Halle sprechen oder in Uldar dort bei den Oberen mit jemandem sprechen, aber ewige Halle war, glaube ich, nur das da vorne, dann kriege ich sehr, sehr große Angst. Wirbsband. Sei gegrüßt. Oh, Robin ist nett, er spricht. Was führt dich diesmal zu mir?
Sie war so freundlich, mich zu begleiten. Schön, dass du Zeit für uns hast, Raubahn. Oh, Ilbert, alter Haudegen. Tut gut, dich nach all den Jahren wiederzusehen. Wie ich hörte, hat man dich zum Hauptmann der Kristallstreiter ernannt. Wer hätte das gedacht? Ach, alter Freund, wenn ich daran denke, dass ausgerechnet du in die hohen Sphären der Politik aufgestiegen bist, erstaunt mich gar nichts mehr. Ha, da hast du recht. Ernstzunehmende Führungspersönlichkeiten sind wir geworden. Ilbert und ich sind im selben Dorf aufgewachsen und haben als Kinder oft unsere Kräfte gemessen. Zuletzt sahen wir uns, als unsere Heimat Alamigo von galeischen Truppen besetzt wurde. Auf der Flucht trennten sich unsere Wege. Nach allem, was man so hört, war dein Weg zwar steinig, führte aber auch steil nach oben. Gleich nach deiner Ankunft in Tanalan legten dich die Messingklingen in Ketten und zwangen dich zu blutigen Kämpfen im Kolosseum. Doch du hast dich nicht unterkriegen lassen. Aus 1000 Kämpfen gingst du als Sieger hervor und die Zuschauer lagen dir bewundernd zu Füßen. Von deinen Siegesprämien hast du kurzerhand das ganze Kolosseum gekauft, womit ein Sitz im Scorpio-Kreis einherging. So wurde aus dem migischen Flüchtling Raubahn erst der Held des Kolosseums und schließlich der Beschützer der Sultana. Lass gut sein, alter Freund. Mittlerweile hat er sehr neue Helden zu feiern. Unsere junge Freundin hier zum Beispiel. Du, Ilbert, hast dir auch einen großen Namen gemacht. Die Abenteurer-Gilde lobt dich in den höchsten Tönen. Nun ja, ich habe mich stets bemüht, für das Gute zu streiten. Aber mein Beitrag verblasst im Vergleich zu den Heldentaten der Kriegerin des Lichts. Aber genug der Schmeichelei. Lass uns zum eigentlichen Anlass unseres Besuchs kommen. Ja, ja, alles war nur Gequatsche bisher. Gibt es also neue Entwicklungen? Keine Sorge, wir sind hier unter uns. Man hält unser Treffen für das Wiedersehen alter Freunde. Niemand wird uns belauschen. Es würde eher Verdacht erregen, wenn wir uns in eine abgeschiedene Ecke zurückzögen. Also heraus damit. Jetzt kriegen wir noch nie mehr mit, was wir reden. Das ist doch gemein, ne? Gute Nacht, Maggie. Die Sequenz müsste jetzt eigentlich auch vorbei sein, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Verstehe. Der Spion hat es sich also in meiner Legion bequem gemacht. Telegi Adelegis Intrige hat nicht nur die öffentliche Ordnung erschüttert, sondern auch innerhalb der Legion Misstrauen und Unzufriedenheit gesät. In solch unsicheren Zeiten ist es oft schwierig, Verlockungen zu widerstehen. Falls sich der Spion wirklich schon vor den Unruhen bei uns eingenistet hat, hatte er mächtige Unterstützer. Denkbar wäre sogar, dass die Republikaner ihn eingeschleust haben, um sich die Gunst des Galäischen Reiches zu sichern. Womöglich wollen sie sich für den Fall einer Niederlage absichern. Nun gut, danke für die Warnung. Ich werde meine engsten Vertrauten auf den Fall ansetzen. Doch bitte setzt auch ihr eure Untersuchung fort. Ilbert, leider steht unser Wiedersehen unter keinem guten Stern. Hoffentlich bleibt uns beim nächsten Mal mehr Zeit für einen Krug Wein und Geschichten aus alten Tagen. Ja, Raubahn, darauf freue ich mich. Dann trinken wir auf die baldige Befreiung unserer Heimat. Phönix-General. Alle Achtung. Da muss ich mich noch etwas anstrengen. Das lief doch ganz gut.
Rauban wird weitere Schritte in die Wege leiten. Danke, dass du mich begleitet hast. Der kann doch nicht aufhören zu quatschen. So. Der Rauban und unsere Jungs wollen Leute befreien. Und Jetzt befreie ich euch von diesem Stream und vom Final Fantasy Freitag, wobei ich ja gehört habe, dass es... Wo nochmal? Wo gibt's gleich Final Fantasy? Weiß ich nicht mehr. Final Fantasy 9 bei German, oben, ich weiß nicht wie viel Uhr. Seid aber dabei. Oder auch nicht, wenn ihr schlafen wollt. Ich gehe jetzt erstmal essen, ich habe Hunger. Danach geht's für mich schlafen. Vielleicht helfe ich dem Chris auch noch. Vielleicht sterbe ich aber auch dabei. Essen. Aber essen. Ich weiß nicht, was ihr macht, aber ich gehe jetzt essen. Morgen. Morgen gibt's uns nochmal vorm Urlaub. Mit Zelda. The Legend of Zelda, Breath of the Wild. Und wenn genug Leute da sind, lassen wir uns vielleicht auch zu einer Runde Quiplash überreden. Genau, der Fuchtelfinger. So, dann gute Nacht. Schlaft gut und bis morgen.